Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video möchten wir mal für euch das Raclette-Set der Firma WMF testen. Das ist hier die Serie Lono. Wir haben hier bestellt die Variante für 4 Personen, sprich 4 Pfännchen dabei. Es gibt dieses Set aber auch in der Variante für 8 Personen. 8 ist uns zu viel. Warum haben wir uns genau für dieses Set entschieden? Ich habe hier von diesem Set erstens sehr viel Gutes gehört. Zweitens finde ich es optisch sehr ansprechend. Drittens, die haben an viele kleine Features gedacht. Die zeige ich euch aber gleich, wenn das Ding ausgepackt ist. Wir haben vorher ein Raclette-Set gehabt. Ich muss dazu sagen, wir sind große Raclette-Fans. Ich zeige euch mal eben das alte Raclette-Set. Und hier seht ihr jetzt das alte Raclette-Gerät. Dieses haben wir häufig benutzt. Und was mir tierisch auf den Keks geht, das ist die Reinigung. Oben diese Granitplatte oder was das ist, ist super toll zum Grillen, aber die Reinigung, schaut es euch an, die ist nicht eingesifft oder sowas, weil wir sie nicht sauber gemacht haben. Nein, diese Platte war hier eine halbe Stunde in heißer Spüllauge eingelegt, wurde freigekratzt, aber ich kriege das hier alles gar nicht mehr richtig ab. Das ist so ein Siff-Modderhaufen. Und das erhoffe ich mir bei dem neuen Gerät nicht. Dort möchte ich eine viel einfachere Reinigung haben. Wenn wir uns mal hier die Pfännchen anschauen, ihr seht ja auch hier, gut, die sind jetzt zigfach gebraucht worden. Aber ja gut, also appetitlich ist das hier nicht mehr. Und ja, das ist das alte Gerät. Das ist jetzt ein Fall für die Geschichtsbücher. Und wir kommen jetzt mal zum neuen Gerät. Tja, und das geht natürlich auf Dauer. Das ging mir so auf den Keks. Wichtig für mich ist auch die Funktion Reinigung. Ich will ein Set haben, was ich komplett, natürlich nicht den E-Anschluss, aber ansonsten komplett in die Spülmaschine stecken kann und hier nicht stundenlang diese brettharte Granitplatte einweichen kann oder muss. Und es bringt unterm Strich gar nichts. Das Ding sieht aus wie vorher. Ja, ich packe das Ding jetzt mal eben schnell aus. So, das mache ich jetzt mal eben in Windeseile. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir hier alles ausgepackt haben. Ja, ausgepackt haben wir das Gerät. Wir haben im Lieferumfang, klar, das Gerät, dann oben die Grillplatte. Hier ist noch ein weiteres Super-Gimmick versteckt. Ihr kennt ja noch Linda aus dem Crab-Maker-Video, wie Linda euch einen Crab gemacht hat. Das gleiche wird Linda heute Abend wieder machen, weil wir haben hier die Crab-Funktion mit bei. Wir haben eine Seite Crab-Maker, andere Seite Raclette. Eines der Gründe, warum ich dieses Gerät gekauft habe, ihr habt sofort ein leckeres Dessert, was ihr mit auf diesem Raclette machen könnt. Und was ich richtig klasse finde, das sind Schieber. Nicht alle Hersteller. Wir hatten früher das Gerät, ich weiß gar nicht, welche Firma das war, Firma Klör oder sowas, da waren natürlich keine Schieber mit bei. Ihr habt hier WMF-Schieber mit bei, 4 Stück und 4 Pfännchen sind mit im Lieferumfang enthalten. Auch hier finde ich, die haben sich echt Gedanken gemacht. Das sieht aus wie so eine kleine Schaufel. Wir haben hier vorne eine abgelassene Kante, sodass wir dann unser Raclette einfach aus der Pfanne gleiten lassen können und mit dem Schieber den Rest hinterher schubsen können. Vom Platz her, weiterer Vorteil dieses Gerätes, auch ein Grund, warum ich mir das Ding gekauft habe. Ihr kennt es ja alle, ihr macht hier euer Raclette-Pfännchen, dann ist es endlich fertig, ihr kippt es auf den Teller. Wohin mit dieser heißen Pfanne? Ihr könnt die nicht auf den Tisch stellen oder auf die Tischsets. Ihr habt hier dauerhafte Abdrücke. Hier haben wir eine Parkebene. Wenn ihr eine kurze Pause machen wollt, einfach in die untere Ebene, in die untere Ebene gesteckt und fertig. Ihr könnt eine Pause machen. Ihr habt eine super Ablagemöglichkeit. Hier ist uns gerade zufällig aufgefallen, nicht mir, sondern der Linda. Hier sind so kleine Gumminöpsel drin. Erstmal unspektakulär. Aber die haben den riesen Vorteil, die Platte wird hier richtig vernünftig fixiert und gleichzeitig gedämmt. Wenn hier mal einer vorhaut oder einer stößt vor den Tisch, hier wackelt und fliegt nichts in der Gegend umher. Von der Verarbeitung her selber, okay, es ist hier natürlich Edelstahl. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie dieser Stahl heißt. Ich halte das mal für Edelstahl. Es gibt hier natürlich Fingerabdrücke. Hier müssen wir natürlich mit der Pflege ein bisschen aufpassen. Die Auflagefläche für die Pfännchen ist verchromt, wird früher oder später, das war uns aber auch von vornherein klar, irgendwann so leichte Kratzer geben vom Rein- und Rausschieben der Pfännchen. Aber
Klar, das ist eine Oberfläche. Irgendwann wird diese Oberfläche leiden. Und wenn ihr fertig seid, ihr wollt jetzt kein Grip mehr machen, ihr wollt das Gerät einfach nur schnell von dem Tisch bekommen, Pfanne raus, ihr könnt es tragen. Hier sind Tragegriffe dran und jetzt sind wir auch schon unten. Hier sind noch so Füße dran, Anti-Rutschfüße, hatte mein altes Gerät nicht. Ihr könnt das Gerät wunderbar auf den Tisch stellen. Und jetzt seht ihr eine Geschichte. Ein Riesenkompliment an die Konstrukteure, Entwickler von diesem WMF-Gerät. Wir haben endlich die Möglichkeit. Ich zeige euch das mal eben. Wir haben endlich eine vernünftige Kabellänge. Das reicht bis zur Steckdose. Wir brauchen hier nicht mit einer Dreiersteckdose anrücken. Bei dem alten Gerät und bei den meisten Geräten ist eine kurze Kabelstrippe dabei und ich kenne keine Wohnung, in der sich hier eine Steckdose befindet. Da hieß es immer, den Dreier aus der Garage oder aus dem Keller raussuchen und rauswühlen. Ansonsten könnt ihr alle unterm Tisch sitzen und euer Raclette dort machen. Hier haben wir 1,90 Meter Kabellänge. Hut ab an die Entwickler von WMF. Tja, dann kommen wir jetzt mal zum Bedienelement, zum Bedienknopf. Das Ding selber, auch verchromte Oberfläche, sitzt richtig fest drin. Das ist also jetzt kein Wackerknöpfchen oder sowas. Der sitzt richtig fest und er verändert die Farbe, wenn er am Heizen ist. So sieht man auf jeden Fall auch nochmal visuell. Achtung, jetzt kommt hier Power drauf. Ich mache den aber jetzt erstmal wieder aus, weil wir die Platte jetzt gleich erst einmal einbrennen müssen. Das heißt, da sind ja immer noch Transportreste, was auch immer. Ich spüle jetzt gleich einmal ab, brenne dann die Pfannen und die Raclette-Platte einmal kurz ein für 10, 15 Minuten. Das mache ich aber draußen auf der Terrasse. Oder macht ihr das auch, wenn ihr einen Balkon habt? Macht das auf jeden Fall auf dem Balkon. Ansonsten könnte es sein, dass ihr euch die Bude voll müffelt. Wenn wir jetzt aber mal hier einmal das Licht ausschalten, zack, es ist wunderbar beleuchtet. Das Gerät gefällt mir optisch auf jeden Fall. Okay, wir brennen jetzt mal eben die Elemente ein. So, jetzt sind wir auf der Terrasse angekommen und jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir den Kollegen hier mal so ein bisschen vorglühen. Erstmal auf Vollgas. Dass der hier mal so für 10 Minuten auf vollster Stufe vor sich hin räuchern kann, wenn der überhaupt räuchert. Gut, wir warten mal 10 Minuten, lassen die Sache ein bisschen abkühlen, drehen die Platte natürlich um und machen dann auch nochmal die andere Seite komplett heiß. So, die Komparsen selber sind eingekehrt, Hunger haben wir. Heute sind wir nur zu dritt, Püppi ist heute nicht dabei, aber bei den nächsten Videos ist sie wieder dabei. Ja, wir haben jetzt die Platte eingeölt, das hat Linda gemacht und ich würde sagen, wir starten einfach mal den Kollegen. Wer möchte einschalten? Caro. Okay. Du sitzt hier gerade. So, welche Richtung die? Einfach, genau, bis zum Anschlag aufdrehen. Laut Bedienungsanleitung soll er ca. 10 Minuten auf voller Heizleistung stehen und nach 10 Minuten ist das Gerät einsatzbereit und wir warten jetzt einfach mal ab. Tja, wir sind soweit einsatzbereit. Nicht wir, sondern der Raclette-Automat. Wir haben ihn jetzt schon runtergedreht. Heiße Stufe, hat so gedauert, so 10 Minuten sollte es dauern, laut Anleitung. 6-7 Minuten war er heiß. Wir haben ihn jetzt auf halbe Strecke runtergedreht. Sprich, wir sind jetzt auf mittlere Temperatur. Und wir machen jetzt einfach mal das, was wir gerne machen möchten. Ich zeige euch mal hier oben ein bisschen Rind, Würstchen und Bacon. Und die Mädels, denke ich, machen sich hier eine Pfanne. Ja. Dann würde ich sagen, ja. Bon Appetit. Und ich lasse das für euch im Übrigen teilweise jetzt gleich im Zeitraffer durchlaufen. Thank you.
an dem Punkt angekommen, der Bacon ist fertig. Caroline, welchen möchtest du? Such dir einen aus. Den. Dann gebe ich dir einmal zur Caroline rüber. So, Linda, magst du auch ein bisschen Bacon oder nicht? Nee, danke. Okay. Der Bacon ist hervorragend geworden. Würstchen selber. Gut, die sind jetzt natürlich auch etwas dicker als das Rind oder hier als der Bacon. Aber auch ja. Es kommt schon. Wir legen noch ein bisschen Fleisch nach und die Würstchen dürfen noch vor sich hin brutscheln. Weiter geht's im Zeitraffer. Mein Pfännchen sollte fertig sein und das ist das, was ich vorhin sagte beim Auspacken. Diese Form hat was von einer Gartenschaufel. Das heißt, ich kann jetzt hier meinen Schieber nehmen und kann das wunderbar hier rausgleiten lassen. Nichts bleibt drin, außer ein bisschen Fett natürlich. Und ich kann jetzt mein Pfännchen unten parken, weil ich mache jetzt nicht direkt das nächste Pfännchen. Wir haben ja Zeit beim Essen. Aber das sieht echt gut aus. Wie findet ihr das Gericht bisher? Richtig gut. Ja, also, es super. Macht absolut Spaß. Und ich bin mal gespannt, ihr könnt euch schon auf das Highlight gleich freuen. Das ist ja der Hauptgang. Linda, die Crepe Queen, wird ja gleich uns noch einen Crepe zum Nachtisch zaubern. Ihr könnt euch freuen, wie der aussieht. Ich weiß aus sicherer Quelle, Linda kann das. Und die sehen richtig gut aus. Okay, ja, ich mache jetzt noch ein Pfännchen, wisst ihr was? Ich filme euch das mal eben im Zeitraffer, wie das so aussieht. Und dann kommen wir zum Crepe. Wir essen hier weiter. Essen schmeckt super. Wir haben natürlich Zeit beim Essen. Würstchen sehen wir, das dauert ein bisschen länger. Aber die sind auch viel dicker von der Materialstärke, nennen wir das mal so. Okay, ich bereite mal eben eine Pfanne vor und dann im Zeitraffer für euch. Dann wollen wir uns das noch mal anschauen. Oh, herrlich, schaut es euch an. Also, es sieht nicht nur gut aus, es schmeckt auch richtig gut. In diesem Sinne, Mahlzeit. Und bevor wir jetzt mit dem Crepe beginnen, wir weichen die Platte natürlich einmal kurz ins Spülmittel ein. Aber wenn ich das jetzt hier einfach rumdrehe, die Platte wird gleich wieder heiß. Das tropft ja in das Gerät und das wollen wir natürlich nicht. Ergo, einmal kurz einweichen. Und dann startet Linda endlich mit dem, auch fast leer hier, mit dem Crepe. So, sauber gemacht haben wir ihn. Also jetzt nicht viel, nur kurz eingeweicht. Den Spülmittel konnten wir den Rest vom Raclette eigentlich so entfernen. Und jetzt kommt Linda mit ihrer Königsdisziplin. Und jetzt bin ich mal gespannt. Linda ist hier unsere Crepe. Die macht das schon wieder so perfekt. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wo wir einen Severin Crepe Maker vorstellen. Das Video seht ihr jetzt gerade oben in der Ecke. Der Crepe Maker ist auch nicht schlecht. Aber der steht dem Crepe Maker in nichts nach. Insbesondere die Crepe Makerin steht dem ersten Crepe in nichts nach. Das Equipment haben wir im Übrigen von dem Crepe Maker. Das haben wir nicht gekauft. Hier haben wir uns auch so einen WMF-Drehwender-Teil für Crepes geholt. Die Produkte verlinke ich euch unten mal in die Videobeschreibung. Einmal hier von dem WMF-Raclette-Gerät und der Crepe Maker und der Drilling. So, jetzt wird die Sache spannend. Linda kämpft und... Okay, der Chef hat gesprochen. Wir müssen kurz abwarten. Caro, kriegst du schon Hunger, was? Ich auch. Also, das Ding selber so als Nachtisch finde ich natürlich klasse, dass dieses Raclette-Gerät auch diese Funktion hat. Auf was haben wir jetzt eigentlich das Ding hier eingestellt? Mittig. Ja, seht ihr das nicht so richtig? Da, mittig ungefähr. So.
Der große Moment beginnt, wo der Krepp das Fliegen lernt. Oh. Ja, aber gut. Da, weiß noch. Als Gimmick nebenbei, neben dem Raclette, so als Nachtisch. Das finde ich doch echt eine klasse Geschichte. Vor allem, wenn ihr das mit den Kindern macht. Die Kinder haben auf jeden Fall Spaß dabei. Ja, das Video von dem Crepe-Maker kann ich euch auch nur empfehlen. Da hat Linda schon mindestens einen perfekten Crepe gebaut. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie es gleich weitergeht. Wir lassen den noch ein paar Sekunden brutscheln. So, jetzt kommt noch das Topping drauf. Hier, Caroline möchte etwas Zucker drauf. Wir haben aber noch ein weiteres Topping für euch im Angebot. Und das zeige ich euch jetzt gleich bei dem zweiten Crepe. Reicht, Caro? Ja. Alles klar. So, jetzt kommt Crepe Nummer 2. Der ist für Linda mit ihrem Spezialtopping. Ja, das gucken wir uns mal hier an, wie die Crepe-Makerin arbeitet. Da können wir alle noch was lernen, glaube ich. So, ich lasse euch das Ganze mal jetzt im Zeitraffer durchlaufen. Und jetzt kommt Lindas Spezialtopping. Kleiner Tipp, da fahren alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene drauf ab. Wir haben da eine Nuss-Nougat-Creme. Wir sagen jetzt nicht, dass es Nutella ist, nein. Kann auch Nussbli oder wie das von Centis heißt sein oder vom Aldi Nocota. Oh, Linda meint es aber gut mit sich selber, würde ich sagen, von der Belagstärke. Ja, und jetzt hat sie nämlich gleich wieder eine spezielle Falltechnik gelernt. So. Sehr gut. Ja, heiß? Ja, gut. Gut, okay. So sieht ein richtig guter Crepe aus. Und der Vorteil an der Geschichte, wir haben ja noch Teig. Linda, machst du noch einen Crepe? Weil dann kann ich den nämlich für mich nehmen. Hihi. Danke. Ja, Linda macht jetzt noch weitere Crepes, bis der Teig hier aufgebraucht ist. Wird natürlich nicht weggeschmissen. Und dann würde ich sagen, geht's an die weitere nächste Disziplin für dieses Gerät. Die Reinigung in der Spülmaschine. Okay, wir sehen uns gleich an der Spülmaschine. Ja, und dann geht es jetzt an die Reinigung. Diese Bereiche, minimale leichte Fettspritzer, bleiben ja nicht aus. Hier innen drin auch leichte Fettspritzer. Aber das kommt ja auch von den Raclette-Pfannen. Das wird jetzt gleich alles per Hand sauber gemacht. Und der Rest geht so in die Spülmaschine. Und hier haben wir jetzt das obere Gussblech, dann die Pfännchen und hier sind noch die Schaber mit drin. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt eine gute Reise in der Spülmaschine. Bin gespannt, ob das auch richtig sauber ist. Tja, die Spülmaschine ist jeden Moment fertig. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, die Reinigung, hier insbesondere der Griffe, da waren ja so leichte Fettspritzer dran, überhaupt kein Problem. Ich weiß nicht genau, ist das irgendwie speziell beschichtet, dieser Kunststoff? Ich hatte keine Probleme, die Fetttropfen dort wegzubekommen und hier auch die Edelstahlplatte da unten. Keine Probleme bei der Reinigung. Die Reinigung war bisher ein Kinderspiel. Ich bin gespannt, wie jetzt die Sachen hier in der Spülmaschine aussehen. Wir warten noch ein paar Minuten und dann geht die Klappe gleich auf. So, Klappe ist auf. Gesprungen, jetzt ist natürlich noch ein bisschen heiß da drin. Ist noch im Trocknungsprozess. Und jetzt bin ich gleich mal gespannt, wenn das kalt geworden ist, wie das so aussieht. Tja, ich warte eben ab,
bis es ein bisschen abgekühlt ist und dann hole ich die Sachen dann mal raus. So, klar bin ich abgekühlt, ist die ganze Geschichte hier. So, letzten Tröpfchen weg. So, das Einzige, was ich jetzt hier sehe, keinerlei Fett, das hier sind Kalkreste. Diese weißen Tröpfchen, die da drauf sind. So, die Kalkreste entfernen wir logischerweise. Jetzt gucken wir uns die Sache mal von der anderen Seite an. Da ist nichts mehr drauf. Kein bisschen Fett, nichts. Das Einzige hier, leichte Kalkreste. Aber gut, da kann die Firma WMF nichts für, dass wir hier recht kalt, kalkhaltiges Wasser haben. Da ist kein Fett mehr drauf. Nichts. Nee, absolut sauber. Tja, und dann kommen wir jetzt mal zu unserem Fazit. In der heutigen Zeit das Allerwichtigste, der Preis. Hier ist meine Rechnung. Ich habe für dieses Gerät bezahlt 91,99 €. Für ein Raclette-Gerät ein stolzer Preis, das ist mir schon klar. Aber es gibt ein altes Sprichwort, das besagt, billig bezahlt man zweimal. Und bei den Raclette-Geräten trifft das auf jeden Fall zu. Ich kann mich ärgern, dass ich dieses billige Gerät gekauft habe. Und was hat mich das schon an Nerven gekostet, versucht, diese Platte da frei zu kratzen? Ich habe hier keinerlei Probleme gehabt. Ihr habt es gesehen, Spülmaschine rein, laufen lassen, fertig. Die Schieber, komplett sauber. Die Pfannen, hier, da ist nichts dran. Die sehen aus wie neu. In der Spülmaschine waren die natürlich auch, habt ihr gesehen. Keinerlei Probleme. Ja, und dann so diese Kleinigkeiten, woran die gedacht haben, diese Crepe-Maker-Möglichkeit, was die Kinder gerade für einen Spaß hatten, diesen Crepe zu machen. Und das können eure Kinder auch. Also ich kann es nur empfehlen. Ja, und die Kabellänge, die ist nach wie vor beeindruckend mit 1,90 Meter. Ich brauche hier keinen Dreierstecker mehr, um vom Esstisch bis zur Steckdose zu kommen. Ja, das war unser Video. Raclette Lono, so heißt das Ding hier in der Variante für 4 Personen. Es gibt es auch für 8 Personen. Unten in die Videobeschreibung setze ich euch mal die beiden Links für den 4er und für den 8er und den Raclette Teichschieber, wie man auch immer das Ding nennt, auch von WMF. Das ist das Ding, mit der Linda gerade die Krebs gedreht hat. Ja, das war unser Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, würde ich mich unwahrscheinlich drüber freuen. Und den YouTube-Kanal TV Solution, den dürft ihr natürlich auch gerne abonnieren. Das war unser Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns doch bestimmt in einem der nächsten Videos.